Früher wie diese. Wo machen wir? Was? Immer fickst du mich. Was? Komm, so rum. Wir nimmst schon auf, ne? Lass laufen. Ab jetzt, lass laufen. Guck dir das an. Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Mit dem letzten Video haben wir meinen Rekord gebrochen, oder unseren Rekord. Wir haben 8000 Aufrufe in unter 24 Stunden gemacht. Danke dafür. Und Bobby hat ein neues Objektiv, stimmt, oder? Ja, genau. Und ich sollte euch fragen, wie ihr die Qualität findet, ob ihr einen Unterschied merkt von der Videoqualität. Ja, ne? Alles klar. Ich merke es auf jeden Fall noch nicht. Ja, wir haben heute was Spezielles für euch. Wir machen heute etwas, was sich eigentlich, ja, für mich ist das nichts Gutes, sage ich mal so, oder für Bodybuilder, die sich nicht in Form befinden. Das mögen wir nicht so. Wir machen heute ein Form-Update, einen Form-Check. Ich bin ja seit einiger Wochen, ja gut 4 Wochen wieder dabei von meiner Erholungsphase. Und jetzt Montag hat meine Off-Season angefangen, das heißt meine richtige Vorbereitung. Das heißt, ich bin eine Woche schon in meiner Aufbauphase. Gewicht heute Morgen war 114,8, also 115 Kilo. Das heißt, ich wiege 115 Kilo auf 1,72. Und wir werden ein bisschen posen. Das Problem ist, ich darf mich hier nicht so komplett ausziehen. Das heißt, entweder nur unten oder oben, weil hier auch Kinder etc. rumlaufen. Und deswegen werden wir gleich oben beim Training ein bisschen posen. Ich gehe auf ein paar Sachen ein. Und ja, ich mag das nicht so, mich zu zeigen in meiner Off-Season, weil ich einfach weiß, wie ich aussehen kann oder wenn ich diete und ich fühle mich dann einfach besser. Jetzt fühle ich mich einfach dick. Nicht in Form, so ehrlich bin ich, aber ihr wolltet das sehen, also bekommt ihr das auch. Und ich sage euch zu ein, zwei Sachen und was zu meinen Schwächen, was mir an meinem Körper nicht gefällt. Viele denken sich bestimmt, ja, der ist zufrieden etc. Ist aber nicht so. Ich habe viele Schwächen in meinem Körper, die mir nicht gefallen, die mir überhaupt nicht gefallen. Und ich versuche die auszubessern in dieser Offseason, aber dazu gehen wir gleich oben. Das Problem ist, es ist sehr viel los, hast du gesagt, ne? Ja. Okay, dann ich werde ein bisschen trainieren und dann werde ich mich ausziehen. Dann gucken wir mal ein bisschen, wie das Ganze aussieht. Beine eventuell können wir auch nochmal zeigen und Bobby lacht schon. Also Leute, Dankeschön und bis gleich. Da musst du dann diese Effekte rein. Ja, Moritz. Hä? Moritz. Nehm es ja auf, lass laufen, Bobby. Komm, ich schlag da. Yeah.
Bobby? Fenstermodus? Hä? Ja, man ist halt Chef, warte mal. Hey. Sie können hier kommen, kommen Sie hier. Also ich habe jetzt 115 knapp und ich denke, Form ist ganz okay. Ich werde das an Justin weiterleiten und ihr könnt ja sagen, wie das aussieht. Bitte nicht so streng. Und ja, was meine Schwächen sind, die Vorderansicht. Meine Taille ist einfach zu dick, meiner Meinung nach. Die müssen versuchen, so dünn zu, also in der Größe zu lassen. Die darf nicht mehr wachsen. Und die Frontansicht an sich gefällt mir nicht. Bisschen mehr Rippendichte, nicht Rückenweite. Aber dazu sage ich gleich nochmal was. Okay. Bis gleich. Okay, komm. Die Beine zeige ich euch auch einmal. Also Streifen, leicht sieht man trotzdem. Ich schaue, wie das richtig ist. Ist zu dunkel. Nee, ist gut. Also die Beine, da ist nicht so eine Wasserschicht drauf. Ist noch okay, wie man sehen kann. Also, weil Waden. Meine Form ist da. So. Das war's auch mit dem Beinchen. Nein, komplett aufziehen ist hier so eine Sache. Wo wollen wir mal? Wo wollen wir hin? Hier sind. Vielleicht ist hier nicht so laut. Okay. Kleines Form-Update, ich bin kaputt. Sehr voll gefressen. 6.000 Kalorien zurzeit. Also wie gesagt, seit Montag hat die Off-Season angefangen. Wir versuchen erstmal alles zu verbessern. Trotzdem nicht so wässrig werden. Form ist lalala. Könnt ihr eher bewerten. Wie gesagt, ich mache jetzt ein halbes Jahr Aufbau. Danach machen wir noch ein Video. Vergleichen das Ganze. Wie das vorher aussah, nachher. Ach, Posen ist echt anstrengend. Wie gesagt, ihr könnt meine Form bewerten. Mit Kritik kann ich umgehen, glaube ich. Und denkt dran, ne? Bodybuilding ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Wir wollen alles meißeln, den Körper perfektionieren, auch wenn das nicht möglich ist. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Danke, Bobby, fürs Drehen. Und bis zum nächsten Mal. Danke für euren Support, Leute.